1651, Herr Tillschneider, bitte Antragsbegründung. Ja, also die Grundidee des Antrags. Im Entwurf des Bundesvorstandes findet sich die Idee, dass wir dem Islam eine Art Aufklärung einimpfen sollten. Und ich habe sozusagen nur diese Passagen, in denen diese Idee zum Vorschein kommt, herausgestrichen. Weshalb? Ich halte die Vorstellung, dem Islam eine Art Aufklärung einzuimpfen, für lächerlich. Wir erleben in der islamischen Welt seit 20, 30 Jahren eine Tendenz der Rückbesinnung auf orthodoxe Lebensweisen. Es wird alles islamischer und immer islamischer. Und Deutschland kann sich diesem Trend nicht entziehen, weil wir eben durch Globalisierung und Internet damit verbunden sind, auch durch die Masseneinwanderung. Und deshalb kann das nicht gelingen. Gerade jetzt in dieser Zeit der weltweiten Radikalisierung des Islam denken wir könnten hier einen aufgeklärten Islam züchten. Sowas gedeiht an akademischen Biotopen, aber sowas wird niemals mehrheitsfähig sein. Am rechten Saalmikro. Und außerdem halte ich es auch nicht für wünschenswert und nicht konsequent, denn wir wenden uns ja sehr zu Recht gegen eine Islamisierung des Abendlandes. Wenn wir aber konsequent und gerecht argumentieren wollen und gegen die Islamisierung des Abendlandes sind, dann dürfen wir nicht für die Verwestlichung des Islams eintreten. Das geht uns auch nichts an. Kommen Sie bitte zum Schluss. Also, um es zusammenzufassen, eine Aufklärung des Islams ist weder möglich noch wünschenswert. Und deshalb bitte ich darum, den Antrag in dem Sinn zu überarbeiten. Dankeschön. Wer dem Antrag Tillschneider wie vorgestellt zustimmen möchte, bitte ich um die blaue Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Enthaltungen? Danke. Der Antrag ist angenommen. Mit der Änderung aus der niederbayerischen Vorlage.